Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir einmal finden und erkunden und dann Dracheninseln. Und hier haben wir das Achievement Früchte der Blüte. Und dafür müssen wir uns ein paar Sachen holen. Erhaltet jede Traumfruchtkraft der Superblüte mindestens einmal. Und das sind 20 Stück, also wirklich einige. Und wo bekommen wir die her? Als allererstes müssen wir in die neue Zone aus Patch 10.2 und zwar den Smaragdgrünen Traum. Hier ist es so, dass etwa da, wo ich jetzt stehe, auf den Koordinaten 51, 59, jede Stunde und immer zur vollen Stunde ein Event startet. Und zwar das hier, Superblüte. Und da ja, ist es so, dass ein Baum anfängt loszulaufen, wenn er nach links oder nach rechts. Und am Ende ist es so, dass wir ein paar Mobs besiegen müssen und dann ein Boss spawnt, der dementsprechend umgehauen wird. Auf dem Weg spawnen auch einige Mobs und einige Sachen, die man anklicken kann, um dementsprechend so einen Balken aufzufüllen. Für uns wichtig ist jetzt aber, dass wir uns ein paar Buffs holen können. Und zwar ganz am Anfang, wenn wir noch nicht sonderlich weit bei der Fraktion hier sind, können wir uns am Anfang einen Buff auswählen. Und ja. Diese Buffs sind dafür da, dass wir dementsprechend ein bisschen stärker werden während der Superblüte, sind aber auch die Geschichten, die wir fürs Achievement brauchen. Also wir können uns zum Beispiel hier eins auswählen. Wenn ihr dann ein bisschen weiter seid bei der Fraktion, habt ihr hier die Möglichkeit, mehr von den Buffs freizuschalten. Ja? Also da gibt es dann immer eine kleine Verstärkung noch. Und ich klicke jetzt mal ein bisschen durch. Hier auf 12 war zum Beispiel eins, da hat man das auf 3. Das ist aktuell der Stand, wie ich das habe. Und dann auf 16 hat man es sogar auf, hat man quasi noch eine weitere Möglichkeit. Ist aber jetzt gar nicht notwendig. Ich habe das Ganze auf 12 fertig bekommen. Und ich zeige euch jetzt, wo ihr das Zeug noch holen könnt. Irgendwo muss es noch ein 2er-Upgrade geben. Finde ich jetzt aber ehrlich gesagt gerade nicht. Gucken wir mal. Vielleicht? Nee. Komisch, also es springt irgendwie gleich zu Stufe 3. Naja, wahrscheinlich irgendwie auf 7 oder 8. Egal. Auf jeden Fall, wenn ihr da ein bisschen höher kommt und quasi diese Fähigkeiten ausgewählt habt, könnt ihr dann mehrere aufmachen. Hier haben wir zum Beispiel auch nochmal eine Fähigkeit. Also da können wir 2 pro Event mitnehmen. Das sind übrigens auch immer andere, ne? Also in dem ersten von diesen Teilen sind immer die gleichen drin. Wenn ihr ein zweites freigeschalten habt, ist es quasi so, dass dann noch weitere Fähigkeiten am Start sind. Und bei dem Skill, den ich jetzt hier mit 12 bekommen habe, habe ich die Möglichkeit, jetzt hier zwischendrin auch nochmal die Buffs zu holen. Ne? Und zwar ist das einmal hier, wenn er quasi rechts rumläuft. Und ich meine irgendwo hier bei dem Wasserfall dran, wenn er links rumläuft. Ne? Also ihr müsst einfach nachlaufen, dann seht ihr diese Teile. Und wir können jetzt hier nochmal was auswählen. Zum Beispiel haben wir hier noch ein episches. Und da kann ich auch nochmal ein zweites auswählen. Zum Beispiel das hier. Und so kriegt ihr dann das Achievement auch zusammen. Und am Anfang habt ihr nur eine einzige Auswahlmöglichkeit. Das sind dann immer die gleichen Teile. Und ihr kriegt es halt einfach nicht fertig. Aber sobald ihr sowohl am Anfang zwei Auswahlmöglichkeiten habt, als auch quasi in der Mitte zwei Auswahlmöglichkeiten, habt ihr alles abgedeckt und könnt dementsprechend alle Buffs kriegen. Dauert halt ein paar Events, um ja Glück zu haben, ne, dass ihr alles abdeckt. Ich habe mir sagen lassen, man kann das Ganze auch so machen, dass man Server hoppt, heißt, dass man jetzt zwischendurch einmal in die organisierten Gruppen reingeht und dann halt, wenn dann bei einer Questgruppe reinhoppt oder man geht gleich in eine Gruppe für die Superblüte rein, da sind ja auch ein paar hier am Start und dann kann man eventuell öfter die Buffs auswählen. Habe ich jetzt aber persönlich nicht großartige Erfahrung mit, könnt ihr aber mal gucken, ob das bei euch quasi dann zum schnelleren Erfolg führt. Gut, mehr ist es eigentlich nicht. Ihr könnt ja selber gucken, wie weit ihr hier seid. Vielleicht seht ihr es ja, wo der Zweier-Buff von der Fähigkeit ist. Irgendwie wird mir die jetzt hier nicht mehr angezeigt. Ich kann euch aber bestätigen, auf 12 könnt ihr auf jeden Fall das Achievement komplett fertig machen. Juti, das war's mit dem kleinen Achievement-Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tiller, bis zum nächsten Mal. Ciao.